Warum sollte irgendjemand sein Handy in einer Salatschleuder stecken? Nun, um die Zentrifugalbeschleunigung zu erforschen. Hey Leute, hier ist Sebastian. Was ist Zentrifugalbeschleunigung? Das Wort klingt irgendwie etwas komplizierter, aber den Effekt kennt ihr alle. Es ist nämlich das, was euch scheinbar nach rechts drückt, während ihr mit eurem Auto eine Linkskurve fahrt. Ich möchte jetzt nicht im Detail erklären, wo der Effekt herkommt oder ob wir lieber über die Zentripetalbeschleunigung reden sollten. Stattdessen soll das nur ein kurzes Video werden, in dem ich euch zeige, wie ihr mit eurem Smartphone den Zusammenhang messen könnt zwischen der Zentrifugalbeschleunigung und der Rotationsgeschwindigkeit. Oder um es ganz genau zu nehmen, der Winkelgeschwindigkeit. Für dieses Experiment braucht ihr VFox, welches ihr kostenlos für iOS und Android erhaltet. Besucht einfach vfox.org und folgt dem jeweiligen Link. Da euer Handy später rotieren wird, empfiehlt es sich, ein zweites Gerät wie ein Notebook, ein Tablet oder ein weiteres Smartphone bereitzuhalten, um das Experiment fernzusteuern. Und schließlich und recht offensichtlich braucht ihr etwas, um euer Handy zu rotieren. Eine Salatschleuder funktioniert dafür super, aber es gibt viele rotierende Dinge. Stellt nur sicher, dass euer Smartphone sicher befestigt ist und dass es in keiner Weise beschädigt werden kann. Nun müsst ihr einfach nur VFox starten und in der Kategorie Mechanik das Experiment Zentrifugalbeschleunigung starten. Aktiviere den Fernzugriff und verbinde dein zweites Gerät. Wenn du dabei irgendwelche Probleme haben solltest, besuche vfox.org, um Hilfe zu finden, wie man die Fernsteuerung einrichtet. Platziere dein Handy in der Salatschleuder und füge etwas Polsterung hinzu, damit es nicht in die Mitte rutscht, wenn sich die Schleuder langsam dreht. Jetzt müsst ihr nur das Experiment starten und an der Salatschleuder drehen. VFox wird das Gyroskop des Smartphones verwenden, um die Winkelgeschwindigkeit zu messen und die Beschleunigung über den Beschleunigungssensor. Du solltest unterschiedlich schnell drehen, um Daten für viele verschiedene Winkelgeschwindigkeiten zu produzieren. Werde nur nicht zu schnell, denn irgendwann können die Sensoren des Handys nicht mehr mithalten, was zu seltsamen Ergebnissen führt. Als Ergebnis wirst du sehen, dass die Zentrifugalbeschleunigung mit dem Quadrat der Winkelgeschwindigkeit anwächst. VFox zeigt auch eine quadratische Auftragung, um das zu überprüfen. Wenn du über die Theorie der Zentrifugalbeschleunigung Bescheid weißt, wirst du feststellen, dass diese auch vom Radius abhängt, sodass du den Radius auch aus den Daten ablesen könntest. Dieses Experiment wurde mir übrigens von einem Physiklehrer vorgeschlagen. Und ich muss sagen, als ich es das erste Mal selbst ausprobiert habe, war ich überrascht, wie leicht man es durchführen kann und wie gut die Daten dabei der Theorie entsprechen. Also wünsche ich euch allen viel Spaß dabei, es selbst durchzuführen. Passt dabei nur ein bisschen auf eure Handys auf. Und ich würde dieses Video gerne damit beenden, euch ein paar Clips von unseren Erstsemesterstudierenden zu zeigen, die im Rahmen unserer Vorlesung das Experiment auf ihre eigene kreative Weise durchgeführt haben. Also, vielen Dank an alle Studierenden, die uns ein Video geschickt haben. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.